Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen, liebe Gäste, heute zur 55. Ausgabe von Gedrucktes. Ich glaube, wir können feststellen, wir sind ziemlich fleißig, treffen uns häufig zu interessanten Veranstaltungen und auch heute, glaube ich, haben wir einen besonders tollen Gast, und zwar Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Herzlich willkommen hier bei uns. Setz mich mal wieder hin. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Kein Wohlstand für alle, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und darüber wollen wir reden. Und ihr könnt natürlich mitreden. Aber zuerst möchte ich erklären, dass wir uns duzen, weil wir der gleichen Partei angehören. Und das ist ja auf einem Parteitag groß begangen worden. Dann gab es sofort Widerstand und Kritik in den Medien. Wie kann jemand, der eine überparteiliche Organisation an leitender Stelle vertritt, einfach in die Linke eintreten, wo wir wissen, dass Geschäftsführer, Vorsitzende, wir haben uns am Montagabend getroffen beim Arbeiter-Samariter-Bund oder von der AWO, die sind in der Regel Mitglieder der SPD. Und ich stand da so kurz vor Beginn der Veranstaltung mit einigen am Tisch und habe mich dann so mit ihnen unterhalten. Und es wäre alles Zufall, dass sie in der SPD werden. Also es hat sich so zufällig ergeben. Wie hast du denn eigentlich diese harsche Kritik da empfunden? Das Mikro? Ist das? Ich glaube, es hing mit der in der Tat mit der Partei Die Linke zusammen. Es ist völlig normal und gängig, dass viele Verbandsfunktionäre Mitglied einer Partei sind. Denken wir etwa an Herrn Sierske von Verdi, der ist bei den Grünen. Denken wir etwa an den Vorsitzenden des Deutschen Kinderschutzbundes, Herrn Hilgers, der ist bei der SPD. Denken wir an meinen eigenen Vorsitzenden, der ist auch in der SPD. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich, ganz im Gegenteil. Es sind ja immer auch engagierte Menschen, die in Parteien sind häufig. Und das sind dann auch die gleichen engagierten Menschen, die sie in Verbänden engagieren. So kommt das. Und das wird in der Regel auch nie thematisiert. Nur in diesem Falle wurde es, glaube ich, schon deshalb thematisiert, weil es halt die Linkspartei war. Und in der Tat ist es in Deutschland, glaube ich, nicht normal, links zu sein und einer Linkspartei zu sein. Ich glaube, das muss sich erst noch etablieren. Die Linke hat bald Jubiläum, aber gleichwohl ist sie noch nicht so etabliert offensichtlich wie die anderen Parteien. Und das hat, glaube ich, die Kritik letztlich ausgelöst. Gut, aber darauf kommen wir vielleicht später noch etwas genauer zu sprechen. Jetzt erstmal ein bisschen was zu deiner Person. Es sind ja einige Teilnehmer hier auch aus Lichtenberg, die kennen dich schon etwas genauer, weil im vergangenen September hattest du ein ganzseitiges Interview in unserer beliebten Zeitung Infolinks. Für alle anderen stelle ich dich noch ein bisschen vor. Also du bist promoviert, bist seit 1999 Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, bist verheiratet, Vater von zwei Kindern. Ich weiß nicht, wie alt sind die? Der eine ist jetzt 21 und die andere 17. Aha, also bei 21 ist die Pubertät schon vorbei? Ja, die hält sich ja in der Regel so bis 40. Ja, genau. Also manche Männer kommen nie aus der Pubertät raus. Manche kommen da nie raus. Ja. Du spielst in einer Rockband, darauf kommen wir nachher vielleicht auch noch zu sprechen. Und du bist natürlich sehr präsent in den Medien bei jeder Talkshow, wo es um Soziales geht. Oder möglichst bei jeder solltest du sitzen. Und das haben wir vorhin gerade nochmal verraten, unsere Werbung dann nochmal mit deinem Bild aufgepeppt. Und da haben sich doch nochmal ganz viele angemeldet, weil sie sagten, Mensch, der ist das, den kennen wir doch aus dem Fernsehen. Also das ist, glaube ich, ja, wenn man so markant aussieht, dann muss man das ja auch nutzen. Ja, kommen wir vielleicht erstmal noch ein bisschen zu deiner Geschichte, die ja auch viel mit deinem sozialpolitischen Engagement sicher zu tun hat. Dein Vater war Bierfahrer und du hast Erziehungswissenschaften studiert. War es früher einfacher, als Sohn eines Bierfahrers zu studieren? Wie ist das heute und wie war es, als du studiert hast? Nein, einfacher war es nicht. Aber man muss auch sagen, man musste ja auch nicht studieren.
Das ist es. Also, als ich klein war, aufgewachsen im Ruhrgebiet, in einem wirklichen Arbeiterviertel, da war es ja nicht so, dass man dachte, man muss unbedingt studieren, um es zu was bringen zu können. Sondern da war eigentlich völlig klar, wenn du Hauptschulabschluss hast, dann wirst du Arbeiter. Wenn du Realschule machst, wie mein Vater immer sagt, dann brauchst du die Hände nicht mehr dreckig machen, dann gehst du im Büro. Und wenn du tatsächlich Abi machen solltest, dann kannst du studieren und dann spielst du außerhalb jeglicher Vorstellungskraft, die wir damals hatten. Aber es war in der Tat ja so, dass das damals man wirklich noch daran glaubt und auch glauben konnte, also es reicht eine solide Ausbildung, dann kriegst du auch deine Chance, dann kannst du deinen Beruf machen und dann hast du auch deinen bescheidenen Wohlstand. Also nicht unbedingt, dass man gedacht hätte als Arbeiterkind ein eigenes Haus oder sowas, bei weitem nicht, aber doch eine ordentliche Wohnung im Ruhrgebiet, wir wollten alle einen Manta und irgendwann mal fahren und sowas. Ja, gibt es denn überhaupt noch Manta? Nein, leider nicht mehr. Und so, solche Dinge halt. Und in so einer Genügsamkeit war klar, dass man muss eine gute Ausbildung haben. Es muss aber nicht Studium sein. Studium hat aber ermöglicht, muss man sagen, zwar damals vielleicht heute, zu teilen dann auch ein bisschen leichter als heute, ein paar Dinge. Erstens wurde damals, als ich anfing zu studieren, das BAföG eingeführt. Das gab es ja auch nicht ewig. Es gab Schüler-BAföG schon vorher. Das war für die Eltern eine Riesenentlastung in Westdeutschland. Denn dadurch musste der Junge, in diesem Falle ich, nicht gleich in die Lehre und Geld ran schaffen, sondern konnte länger auf der Schule bleiben. Und dann gab es damals eben das Studien-BAföG, und zwar als sogenannter verlorener Zuschuss. Das heißt, man musste es nicht zurückzahlen. Man hatte auch nicht Schulden, wenn man fertig war mit dem Studium, sondern das Geld kam und man konnte damit auch ganz gut leben. Und ein drittes, ganz wichtig, damals waren die Mieten bezahlbarer. Heute ist ja für einen Student eines der Hauptprobleme, dass er gar nicht weiß, wenn er nicht am Wohnort studiert und bei seinen Eltern lebt, wie er überhaupt seine Miete bezahlen soll. Das ging alles damals. Und deswegen war es ein bisschen einfacher als heute für ein Arbeiterkind auch zu studieren, weil das Preisniveau ein anderes war. Ja. Und fanden das deine Eltern gut oder haben die eher gesagt, ach, musst du nicht machen, ist jetzt übertrieben? Nee, die fanden das, die waren mächtig stolz. Ich war der Erste in der gesamten Verwandtschaft, der überhaupt Abi machte und war dann auch der Allererste, der studiert hat. Und da war ein riesiger Stolz, ich hätte es nicht müssen. Aber man hat mich auch nicht gedrängt, aber man hat mir alle Möglichkeiten seitens der Familie gegeben. Und die haben vor allen Dingen, das ist, glaube ich, wichtig, die haben immer daran geglaubt, dass ich es auch kann. Ja. Meine Oma, die war immer ganz wichtig. Die kümmerte sich um keine Details und sagte immer nur, der Uli macht das schon. Oder wie sie immer sagte, Ruhrgebiet, der Uli macht das bisschen schon. Und ja, und sowas baut auf. Und ein Vater, der hat sich auch nicht so doll eingemischt, der hat dann immer gesagt, okay, du musst morgens aus dem Bett kommen und dann kommen so Sprüche halt, wer saufen kann, der kann auch aufstehen, ja, und ja, der kann auch arbeiten. Stimmt ja auch. Ja, war ja, ja auch so. Ist ne? Ja auch so. Und hat auch gesagt, du kannst hier machen, was du willst, nur das muss irgendwie am Ende des Monats alles irgendwie stimmen. Und mit so einem Vertrauen kann man eigentlich ganz gut umgehen und das hat einen gestärkt und dann konnte man auch in einem, denke ich, auch im Gymnasium, ja, das hat man sich ermutigt, ja, sich ein bisschen anzustrengen, jetzt nicht übertrieben zu haben, aber doch so, dass es hinkommt. Ja, und dann halt zu studieren. War die ganze Familie eigentlich mächtig stolz drauf damals. Ja, super. Ich halte jetzt noch mal kurz das Buch in die Kamera. Ich hatte es vorhin noch nicht gezeigt. Also kein Wohlstand für alle, wie sich Deutschland selber zerlegt und was wir dagegen tun können. Und das ist ja auch dein Thema ein bisschen unseres Gesprächs. Aber vielleicht noch ein bisschen zu dir. Du warst in der Wendezeit DDR-Beauftragter deines Verbandes. Was hast du da gemacht? Boah. Jetzt nichts Falsches sagen. Ne? Ach, also hauptsächlich habe ich geguckt, wo die nächste Tankstelle mit bleifreiem Benzin war. Also wirklich, als die Mauer fiel, gingen die Widrigkeiten des Lebens los als DDR-Beauftragter. Meine Aufgabe war, also den Vereinen in der DDR zu helfen, sich zu gründen. Es kam daher, dass wir als Paritätischer Wohlfahrtsverband, wir haben sehr viele Vereine von
chronisch kranken Menschen, viele Menschen, die Hilfsmittel brauchen, seien es kehlkopflose Menschen, seien es Menschen mit künstlichem Darmausgang und anderes. Und kaum, dass die Mauer fiel, kamen sie zu uns und wollten auch Hilfen haben, Hilfsmittel und so weiter. Und viele wollten dann auch sich zusammentun in Selbsthilfegruppen. Mhm. Und gerade die Eltern behinderter Kinder wollten sich zusammentun. Das kam alles auf uns zu. Dann kam die Volkssolidarität auch auf uns zu und fragte, ob wir nicht den einen oder anderen Rat geben könnten, jetzt mit neuen Gesetzen und nachher war es eine neue Währung. Das geht ja dann rein bis in die ganze Buchhaltung, wurde anders gemacht in Westdeutschland. Und es wurde ja alles fast 1:1 auf den Osten übertragen. Und ich war damals also wirklich ungeheuer beeindruckt davon, was die Menschen in kurzer Zeit alles da stemmen mussten. Also wirklich an völlig neuen Grundlagen sich aneignen mussten, um ihre Arbeit zu machen. Und in dieser Situation haben wir gesagt, es macht ja keinen Sinn, wenn jetzt alle immer zu uns kommen. Die müssen vor Ort selber was auf die Beine stellen. Und meine Aufgabe war, denen dabei zu helfen. Also viel rumgereist, viele Vereinsgründungen mitgemacht. Ich habe also wirklich unzählige Vereine mitgegründet. Landesverbände des Paritätischen dann gegründet. Ja, und dann ganz praktisch halt. Wir haben geguckt, geholfen, wenn es darum ging, Einrichtungen zu übernehmen, von psychiatrischen Einrichtungen bis zum Kindergarten. Das waren ja diese Welle von Ausgründung. Plötzlich haben die Firmen ihre Kindergärten alle abgegeben und die Mitarbeiter, die wussten überhaupt nicht, wie soll das jetzt hier weitergehen. Und dann eben auch hier helfen halt, wie kann man Vereine gründen, wie kann man Mitarbeitervereine hier auch gründen, um dann diese Kindergärten weiterzuführen. All das war damals, mein Job war eine unheimlich aufreibende Zeit, also wahnsinnig viel rumgefahren, viele neue Menschen kennengelernt. Und ich muss sagen, für mich war das deshalb auch so aufreibend, also war ich kein Hehl draus, ich kam aus dem Ruhrgebiet, für mich war DDR Ausland, aber richtig Ausland. Ich war da auch noch nie vorher. Ich war gerade mal 2-3 Mal in Berlin und West-Berlin und das war für mich schon ganz weit. Ganz gefährlich. Ja, war vor allem völlig weit weg und man hat sich als Ruhrgebietler gefragt, was soll ich da? Ne? Und plötzlich immer die DDR und dann merkt man erstmal, wie provinziell man selber auch ist. Wenn man plötzlich mit ganz anderen Mentalitäten zu tun bekommt, die gar nicht versteht. Ging schon damit los, dass ich irgendwo um 5 Uhr nachmittags ankam und eine Besprechung abhalten wollte und alle gingen nach Hause. Oder dass ich morgens um 9 Uhr in ein Büro kam und fragte, wieso die jetzt schon frühstücken und die mir irgendwann erklären mussten, die sind schon seit 7 Uhr da. Und Ähnliches. Also wo hier wirklich Mentalitäten aufeinanderprallten, die erstmal so gar nicht passen wollten. Aber damals konnte ich auch menschlich unheimlich viel lernen von diesen Menschen, denen ich da plötzlich begegnete und die wirklich, muss man sagen, so ganz anders waren, als ich mit meiner westlichen Sozialisation aus dem Ruhrgebiet. Mhm. War so, ganz anders. Aber irgendwie haben wir dann zusammen immer ganz prima Sachen hingekriegt. Mhm. DDR-Beauftragter war ich auch nicht lang, weil die DDR nicht lang gab nach dem Mauerfall. Das war ja nicht mal ein Jahr. Ne? Dann, die Visitenkarten habe ich nicht mal aufbrauchen können. Habe ich noch immer einen ganzen Stapel im Schrank. So schnell war die Sache erledigt. Dann war ich Geschäftsführer Ost, habe ich dann wieder neue Visitenkarten bekommen. Ja. Wenn du jetzt mal so ganz zugespitzt beschreibst, in 2-3 Sätzen, was eigentlich die Aufgabe, die Kernaufgabe eines derartigen Dachverbandes ist? Wir helfen Menschen, anderen zu helfen, wenn man es ganz platt beschreiben will. Wir gucken, was Menschen für andere tun wollen. So war die ganze Verbandsgeschichte angelegt. Wenn Eltern sich zusammentun, weil sie sagen, wir wollen selber eine Kinderinitiative machen, wenn Eltern behinderter Kinder sich zusammentun, sagen, wir wollen was für unsere Kinder geregelt bekommen, wenn Menschen sich zusammentun, sagen, wir wollen Flüchtlingen helfen oder wenn Menschen sich zusammentun, sagen, wir wollen eine Schuldnerberatung hier im Ort aufmachen. Also alles, was denkbar ist an sozialer Arbeit und was aus der Bürgergesellschaft selbst kommt, also nicht vom Staat kommt, sondern von den Menschen selber kommt, da ist es unsere Aufgabe als Paritätischer zu helfen, denen die Möglichkeiten an die Hand zu geben. Da fehlt, muss man meist eine Menge Dinge einfach kennen. Man braucht Geld, wir versuchen das zu besorgen, so wie wir können. Wir versuchen Kontakte herzustellen. Wir helfen organisatorisch, wie man eben helfen kann.
Und das macht den Paritätischen aus. Das ist aber auch sehr spezifisch paritätisch. Mhm. Das ist unser Verband, der so arbeitet. Und dadurch kam es aber auch, dass wir immer die Bewegungen zu uns kriegten. Mhm. Also der Paritätische ist wirklich so ein Bewegungsverband. Das ging los mit, der fing mal an als Zusammenschluss von Krankenanstalten. Aber dann kam immer so Selbsthilfebewegung rein. Es war die Behindertenbewegung, es war die Bewegung der Menschen mit chronischen Erkrankungen, die sich zusammentaten, die dann zu uns kamen. Es war die Frauenbewegung, bei denen die Bildungseinrichtungen zu uns kamen oder die Frauenhäuser zu uns kamen. Es waren dann in den 80er Jahren die vielen Arbeitsloseninitiativen, die zu uns kamen. Dann nach dem Mauerfall und nach der Vereinigung ja auch der Arbeitslosenverband, der in Ostdeutschland tätig war. Also immer wieder dort, wo Anstöße waren, wo Menschen sich zusammentaten, was Eigenes auf die Beine stellen wollten, da fühlten wir uns angesprochen, die kamen auch von selber zu uns meist. Und so sind wir dann im Laufe der Jahre zu im Moment über 10.000 Vereinen und GmbHs gekommen, die bei uns derzeit Mitglied sind mit Millionen von Menschen. Du hast schon die Zahl 10.000 genannt, die hatte ich mir hier auch notiert. 10.000 Organisationen, Gruppen, Volkssolidarität ist ja auch schon genannt worden. Das sind ja auch sehr, sicher manchmal sehr widerstreitende Interessen. Wie kannst du diesen Interessenausgleich dann, das musst du ja dann als Vertreter organisieren oder zumindest nicht den Eindruck erwecken, du würdest die eine oder andere Gruppierung mehr unterstützen als die andere? Der Interessenausgleich, das findet bei uns in Fachgruppen statt. Die müssen sich irgendwie zusammenraufen. Wir sind ja nicht nur da, Geld zu beschaffen und wir sind nicht nur da, Versicherungen zur Verfügung zu stellen oder Organisationsberatung und anderes, was kleine Vereine häufig brauchen, auch große Einrichtungen. Wir sind ja vor allen Dingen auch dafür da, die Interessen dieser Menschen zu vertreten und nicht nur der Vereine, sondern vor allen Dingen der Menschen, für diese Vereine da sind, seien es behinderte Menschen, seien es arbeitslose Menschen, seien es Rentnerinnen und Rentner, und andere, hier eine starke Lobby darzustellen. Um Lobby darzustellen, müssen schon alle an einem Strang ziehen, sonst klappt das nicht. Also das heißt, die müssen sich zusammenraufen. Das ist nicht einfach. In so einem Wohlfahrtsverband, nehmen wir zum Beispiel so einen Bereich Suchthilfe, da können Welten aufeinanderprallen in der Frage, wie mache ich es am besten, von akzeptierender Drogenarbeit bis hin zu wirklichen Abstinenzlergruppen, aber man muss sich zusammenraufen. Und das haben wir eigentlich auf allen Arbeitsfeldern, dass man gucken muss, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir ja wirklich mit einer starken Stimme sprechen. Da hilft nichts, da hilft nur reden. Immer wieder die Menschen an einen Tisch bringen, aber natürlich auch eine Menge Handwerkszeug. Es hängt natürlich viel davon ab, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da tätig sind und ob sie in der Lage sind, aus einem also einer Meinungsvielfalt dann letztlich auch das rauszuarbeiten, was das Gemeinsame ausmacht. Das passiert bei uns zum Beispiel im Gesamtverband auf Bundesebene in fast 50 regelmäßig tagenden Arbeitsgruppen. Das hängt damit zusammen, dass wir halt eine riesen Spannbreite haben von Aufgaben, mit denen wir zu tun haben. Ich nähere mich jetzt dem Buch. Der Untertitel des Buches lautet: Wie sich Deutschland selber zerlegt und was wir dagegen tun können. Vielleicht kann man oder kannst du ein bisschen genauer beschreiben, wer zerlegt eigentlich Deutschland? Na, im Grunde genommen sind es wir alle, machen wir uns nichts vor. Also die einen zerlegen, die anderen lassen zu. Aber alle spielen ja irgendwie mit. Die interessante Frage, wer hat was davon? Das sind nämlich dann nicht mehr alle. Sondern wir haben in Deutschland in den letzten Jahrzehnten eine Situation, in der die Ungleichheit immer weiter zunimmt. Das, was ich vorhin aus meiner Kindheit berichtete, dass man sagte, es reichte eigentlich eine ordentliche Ausbildung und dann hast du auch ausgesorgt gehabt. Und damals vor allen Dingen ganz wichtig, heute auch nicht mehr, du wusstest, dass du später eine vernünftige Rente kriegst. Das heißt, du hattest nicht nur in deinem Arbeitsleben ausgesorgt, sondern wusstest, wenn du jetzt arbeitest, einzahlst, dann hast du auch eine Rente, wo du vielleicht nochmal einen schönen Lebensabend machen kannst. Und das ist in den letzten, also 30 Jahren, schlechterdings nicht mehr so gegeben, sondern es entwickelt sich immer weiter auseinander. Wir haben eine Situation, wenn man von Zerlegen spricht, dass
ja, die Reichen immer reicher werden und die Armen immer mehr. Und es sind nicht mehr nur, und das ist ja das, was die Situation ein bisschen dramatisch werden lässt für alle. Es sind ja nicht mehr nur die Armen. Wir haben in Deutschland, wenn man sich die Einkommensarmut anschaut, rund 15%, also 12 bis 13 Millionen Menschen, die zu den Armen gerechnet werden. Aber es sind ja viel mehr Menschen mittlerweile, die wirklich von der Hand in den Mund leben. Es sind ja viel mehr Menschen, das sind so etwa 40%, die wirklich null Erspartes auf dem Konto haben oder Schulden haben. Und die, wo man wirklich sagen muss, im Laufe der letzten Jahrzehnte ist dies eine Entwicklung, wo diese 40% keinen Anteil mehr hatten an diesem steigenden Wohlstand, den wir haben, wo sie schlicht nicht mehr mithalten können. Und wenn da mal eine Waschmaschine kaputt geht, dann ist das gleich ein Drama zu Hause, weil man gar nicht weiß, wie man die reparieren lassen soll. Und wenn das Auto kaputt geht und man nicht mehr weiß, wie man zur Arbeit kommen soll und man auch nicht weiß, wie man die Rechnung bezahlen soll, das sind alles so Dramen, da ist nicht ein Pfennig auf dem Konto. Und dann geht es los mit der Rennerei zu den Nachbarn, hier mal Geld oder bei der Oma mal fragen, ist da noch ein Schein oder sowas. Und so wächst man langsam in so ein Gefühl rein, langsam erdrückt zu werden von diesen Belastungen und einfach nicht mehr mithalten zu können. Und das ist das, was ich meine mit, Deutschland zerlegt sich, nämlich in eine Gruppe von immer reicher werdenden Menschen, die auch irgendwann den Ton angeben in dieser Gesellschaft, wie was zu laufen hat, und dann immer mehr Menschen, die hier einfach nicht mehr mithalten können. Die Frage ist, wer zerlegt wir, wer hat was davon? Es ist eine Politik. Interessanterweise, deswegen habe ich auch den Titel gewählt, die seit 30 Jahren uns sagt, lasst uns mal machen, am Ende wird es euch allen gut gehen. Am Ende haben alle was davon. Oder wie heißt es mal so schön, die Pferde müssen saufen, man schlachtet nicht die Kuh, deren Milch man will, und all diese Sprüche kennen wir. Und am Ende aber wird es immer, am Ende werden alle was davon haben. Und das ist das, womit ich mich dann auch in diesem Buch beschäftigt habe. Seit 30 Jahren wird das erzählt. Es müssen nur die Konzerne und die Betriebe ordentlich Gewinne machen. Es müssen nur Wohlhabende den Ansporn haben, noch wohlhabender werden zu können, dann fällt für alle was ab. Und dann wird auch Armut letztlich verhindert und abgebaut. Und dann wächst diese Gesellschaft zusammen. Das wird seit 30 Jahren erzählt. Wir haben genau das Gegenteilige. Wenn wir uns die eindeutigen Statistiken anschauen oder wenn wir einfach mal mit offenen Augen durch die Straßen gehen. Wir haben genau das Gegenteil. Und trotzdem klappen diese Sprüche. Trotzdem klappen diese Sprüche. Und die Frage, die ich in dem Buch mir beantworten wollte, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann es eigentlich sein, dass mittlerweile akzeptiert wird, dass die reichsten 10% fast 3/4 des gesamten Vermögens auf sich vereinigen? Wenn wir uns das mal anschauen, wir haben 5,5 etwa sind es im Moment, Billionen Euro Geldvermögen auf den Privatkonten. Eine gigantische Zahl. Jeder von uns hier im Saal, jeder von Ihnen, müsste eigentlich rund 130.000 Euro am Konto haben, erspart. Ja, und wenn Sie das nicht haben, haben Sie irgendwas falsch gemacht. Ja, Sie hatten doch Ihre Chance, oder nicht? Ja, sehen Sie? Genau das sind doch diese Sprüche. Ja, ja. Also entweder jeder hat seine Chance, dann könnte es doch nicht sein, dass 10% 3/4 haben und 40% gar nichts. Die Frage ist also, wie kann es sein, dass bei einer solchen fast schon obszön zu nennenden Vermögensverteilung diese Sprüche funktionieren? Wie kann das sein, dass in der Tat über Jahrzehnte gepredigt werden kann, gebt den Reichen, dann wird für die Armen auch schon was kommen? Wie kann eine Wirtschaftspolitik Jahr für Jahr betrieben werden, die auf Entlastung für Unternehmen setzt, was ja nicht falsch sein muss, wenn am Ende tatsächlich für alle was rauskäme, aber die praktiziert wird die Politik, obwohl alle wissen, es kommt am Ende nichts raus. Oder andersrum ausgedrückt, wie ich es in meinem Buch auch schreibe, wenn alle Macht vom Volke ausgeht, und das wollen wir doch mal unterstellen, wenn alle Macht vom Volke ausgeht, wenn wir ein demokratischer Staat sind, wo die Menschen ja auch wählen können, wo sie mitbestimmen können, wer soll Sagen haben und wie soll er Sagen haben. Und wenn das Ergebnis dessen ist,
dass eben die reichsten 10%, 75% von allem besitzen und die unterste Hälfte in die Röhre guckt, dann muss, wenn alle Macht vom Volke ausgeht, dieses Volk entweder ein Volk sein von ganz großartigen Humoristen oder großartigen Trotteln. Aber viel anders konnte ich mir es erstmal nicht mehr erklären. Und im Weiteren bin ich dann der Frage halt nachgegangen, wie kann es eigentlich sein, dass wir alle immer wieder diesen Sprüchen aufsitzen, dass wir uns alle blöffen lassen, dass wir immer wieder sagen, ja, wird schon irgendwie ganz genau und lass die mal machen und lass sie mal verdienen, muss ja sein, sonst und am Ende wird schon genug abfallen, sodass sich die Armut erledigt. Wie fallen wir immer wieder drauf rein, obwohl wir Jahr für Jahr das genaue Gegenteil erleben können? Wir hatten ja heute Morgen im Bundestag eine Regierungserklärung von Frau Merkel. Ich weiß nicht, vielleicht wurde da ein bisschen reingeschaut von dem einen oder anderen. Und es ging insbesondere um die Frage Brexit und wie geht es denn nun weiter. Und da wurde natürlich auch wieder beschworen, wie gut es Deutschland geht. Und können wir es noch mal ein bisschen besprechen, warum eigentlich kein Sturm der Entrüstung durch unser Land geht, warum es den einen gut geht und den anderen schlecht und warum das so akzeptiert ist augenscheinlich? Weil wir unseren Verstand nicht gebrauchen. Weil wir schlechterdings unseren Verstand nicht gebrauchen. Weil wir Denkschablonen haben. Und diese Denkschablonen kommen durch Gegebenheiten, in die man hineinwächst. Interessanterweise in sehr unterschiedlicher Weise hineinwächst. Interessanterweise jetzt in dem vereinten Deutschland auch in einer Generation hineinwächst, die sich an ihren Erfahrungen nicht mehr wesentlich unterscheidet. Ich war neulich ist übertrieben, ist jetzt auch schon ein Dreivierteljahr her, war ich an einer Universität und habe dort mit jungen Studenten der sozialen Arbeit gesprochen. Und da ging es um mein Buch Mehr Mensch, aus dem ich da lesen sollte. Und dann habe ich denen halt erklärt, die waren so Mitte 20, Anfang Mitte 20, dann habe ich ihnen erklärt, dass in der Tat es in Deutschland eine Zeit gab, da war völlig klar, dass Wasserwerke, Elektrizitätswerke und so weiter bei den Kommunen zu sein haben und nicht irgendwie Gewinn dienen dürfen. Ich habe erklärt, dass wir bis 1995 noch in Deutschland eine Gesetzgebung hatten, wo man mit Pflege kein Geld machen durfte. Wo also die Betreiber von Pflegeeinrichtungen gemeinnützig zu sein hatten. Das heißt, es dürfen keine Gewinne privat entzogen werden. Alles, was erwirtschaftet wird, muss auch wieder rein. Gemeinnützigkeit auch, heißt auch, dass keine Gehälter gezahlt werden, die unverhältnismäßig sind. Und wenn doch, dann hat man auch gleich einen Skandal in der Zeitung, ist auch gut so. Und dass eine solche Zeit gab. Ich habe Ihnen dann auch erklärt, dass es mal eine Zeit gab, da war der Wohnungsmarkt in Teilen nur frei. Ganz behutsam wurde er freigegeben und es war eben nicht selbstverständlich, dass Wohnungen Objekte von Rendite, von Spekulation, anderes waren. All diese Zeit gab es. Und während ich so erzählte, und die mich immer ungläubiger angucken, wurde mir klar, die denken, ich erzähle aus dem Krieg. Ja, das war eine Generation, das wurde mir dann, während ich da redete, klar, die das nicht kennt. Das ist eine Generation, und da, als ich das merkte, kam ich ja mächtig in Form. Das ist eine Generation, den habe ich erklären müssen, dass es eine Zeit gab, wo nicht jede ARD-Tagesschau damit endete, dass man uns was vom Dow Jones Index erzählt. Das also zur besten Sendezeit erklärt, was wahrscheinlich keinem Menschen interessiert. Und was nur noch praktisch in Schatten gestellt wird durchs Wort am Sonntag, Samstagabends. Ja, das war das, womit ich als Kind aufwuchs. Man hat sich gefragt, was soll das wieder? Alle, klar, man geht zum Kühlschrank, man geht kurz austreten, noch ist der Fernseher, läuft durch. Das Wort zum Sonntag. Manche finden es auch gut, war aber eine Minderheit und es wird sehr schnell klar, das sind so kleine Symbole, die zeigen, wo gerade Macht ist. Das sind die kleinen Symbole, die zeigen, wo das Denken gerade hingeht, wo der Mainstream hingeht. Wir alle sollen Interesse haben an Börse. Wir alle
sollen am besten selber Aktien kaufen. Wir alle sollen mitmachen bei dem großen Lotteriespiel mit diesen Aktien. Wir erinnern uns dran, als die Telekom damals. Manfred Krug. Ja, der ist, glaube ich, aber inzwischen im Himmel. Ja. Ich gehe an die Börse, geht ihr mit. Millionen wurden ausgegeben, um aus deutschen Sparern deutsche Börsenzocker zu machen. Um die Mentalität einmal umzudrehen. Mir ist das aufgefallen, das war auch, ja, wir waren dann noch in Frankfurt und ich musste unheimlich oft nach Berlin fahren und dann am Kiosk habe ich mir immer den Kicker geholt. In so einem Stand war der, also Fußballzeitung. Ja, muss man nicht, doch sollte man kennen. So, und habe ich mir also diesen Kicker geholt immer. Und eines Tages, ich gehe da hin und da, wo immer diese Fußball- und Sportzeitungen waren, im gleichen Ständer, waren plötzlich lauter Börsenzeitschriften. Also irre, das, was mir sagte, die muss jemand kaufen, sonst würde die da nicht stehen. Das heißt, es funktionierte offensichtlich. Und bei den Studenten, mit denen ich da gesprochen habe und wo ich doziert habe, für die waren das Berichte aus einer anderen Welt. Wir haben ernsthaft uns darüber unterhalten, nach einer gewissen Zeit, ob es wirklich nötig ist, dass ein Bäcker sonntags Brötchen verkauft. Ich habe ihnen von einer Zeit erzählt, da durften alle sonntags ausschlafen, wenn sie nicht zur Kirche wollte. Oder wenn sie nicht bei der Feuerwehr waren, Krankenschwester, was auch immer. Aber wo klar war, der Einzelhandel hat zu. Dass es eine Zeit gab, da war die Adventssonntage heilig, da hatte man bei seiner Familie zu sein. Wo also nicht alles ökonomischen Renditendenken unterzogen war. Wo nicht alles ja, einem neoliberalen Erfolgsdrang unterzogen war, wo nicht aus allem Geld gemacht wurde, sondern wo noch halbwegs eine Balance da war. Und mir wurde klar, diese jungen Menschen, die sind in ganz anderen Gegebenheiten aufgewachsen und taten sich offensichtlich auch sehr viel schwerer, mir jetzt folgen zu können. Das heißt, man fährt irgendwann bei solchen Gegebenheiten in Spurrillen. Und es gibt bestimmte Axiome, also Voraussetzungen, mit denen man zwar denkt, über die man aber nicht mehr nachdenkt. Zum Beispiel Wettbewerb. Wettbewerb ist immer gut. Es gibt wirklich so gut wie keinen Menschen, der sagen würde, das stimmt nicht. Also, damit wächst man auf. Man denkt auch nicht mehr drüber nach. Dass Wettbewerb auch immer Verlierer erzeugt. Dass Wettbewerb immer heißt, dass irgendjemand unterliegt. Dass Wettbewerb immer Konkurrenzkampf ist. Dass Wettbewerb auch immer Opfer hat. Dass Wettbewerb zum Beispiel in der realen Wirtschaft dafür sorgt, dass Milliarden in Konkursen verbrannt werden. Etliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeitsstelle verlieren. Das ist auch Schattenseite des Wettbewerbs. Das wird völlig ausgeblendet. Es sind Voraussetzungen, die einem anerzogen werden, mit denen man zu denken lernt, die ganz selten hinterfragt werden, wie etwa Wettbewerb. Natürlich, Wettbewerb heißt es dann immer gleich, Wettbewerb sorgt dafür, dass die Starken sich durchsetzen, Wettbewerb sorgt dafür, dass mit den Mitteln ja, sparsam umgegangen wird, sorgt dafür, dass die Schlechten vom Markt gehen und so weiter und so weiter. Die Schattenseiten dieses Wettbewerbs, das Leid, die Verlierer, die Opfer, spielen aber überhaupt keine Rolle mehr. Dass man darüber nachdenkt, ob es nicht andere Formen des Miteinanders gäbe, als Wettbewerb zu immer und überall, zu jedem Preis, ist meist völlig außerhalb des Denkens. Was heißt Wettbewerb? Wettbewerb heißt, dass man in der Tat schaut, wer kann es am besten. Aber muss man dafür gleich, der es nicht so gut kann, ihn aus dem Feld schmeißen? Muss man ihn zum Opfer machen? Wettbewerb heißt im Effekt, und das ist positiv, dass man sich immer wieder abgleicht und die Qualität sich anschaut im Zweifelsfall. Aber ist denn tatsächlich der Marktwettbewerb das einzige Mittel, mit dem das möglich ist? Ich bin der festen Überzeugung, dass Wettbewerb seine Berechtigung hat und gut ist in vielen Dingen, dass wir aber genauso viele Systeme und Bereiche haben, Wohnen, Gesundheit, Pflege, Erziehung, wo man mit einem vernetzten Miteinander und wechselseitigen sich besser machen, bessere und mehr Effekte erreicht als mit purem Wettbewerb, der Opfer produziert und wo dann der Unterlegene aus dem Markt geht. Davon bin ich überzeugt. Aber es sind Dinge,
die fest eingepflanzt sind? Oder nehmen Sie Schulden? Dass man sagt, Schulden muss man zurückzahlen. Wer wird dem widersprechen? Das ist eine Ehrensache. Ja, dass man zu seinen Schulden steht und dass man auch sagt, irgendwie zahle ich zurück, ich habe es mir ja geliehen. Aber was heißt das in der Realität? Ist es wirklich immer so moralisch, Schulden zurückzuzahlen? Ich schildere hier in dem Buch eine Geschichte von einer Familie und das ist eine Geschichte, die alle naselang vorkommt. Man hat einen ersten Job, man kriegt ein Kind, man richtet sich ein, macht viele Ratengeschäfte, man muss zur Arbeit kommen, kauft sich auch ein kleines Auto gebraucht, auch auf Raten, nimmt noch einen Kredit auf und so weiter und so weiter und plötzlich stirbt einer oder wird krank oder irgendwas passiert, verliert einen Arbeitsplatz. Und dann steht man da bis an den Rand voll mit diesen Krediten, weil man doch auf seine Arbeitskraft vertraut hat und wollte sie abbezahlen. Ja, was jetzt? Die Bank fordert ihr Geld. Der Versandhandel fordert sein Geld. Das Kind jedoch oder die Kinder in der Familie fordern auch ihren Anteil. Die wollen und die haben ein Recht darauf, dass man ihnen das gibt, was sie brauchen. Gutes Essen, gute Kleidung und nicht nur das, auch vielleicht Klavierunterricht, Gitarrenunterricht, Sportverein, mitmachen können, mit dem Pfadfinder mal wegfahren und all das, was ja Geld kostet. Aber bei uns heißt es, die Schulden an Otto Versand oder an die Bank oder wem auch immer haben Vorrang. Sache der Moral. Was soll daran so moralisch sein, wenn ich mein Kind darben lasse, weil ich jetzt irgendeine Bank, die es gar nicht merken würde, wenn die Schulden mal ausgesetzt werden, die Tilgungen, um diese Bank zu bedienen. Aber wir haben es einfach drin. Wir haben es drin, es wird auch nicht hinterfragt. Und so haben wir einige Setzungen, Wettbewerb, Schulden und viele andere, die wie Leitplanken unser Denken bestimmen. Die Privaten können es besser zum Beispiel. Die Privaten können es besser, zum Beispiel, wobei ich, muss ich sagen, als Paritäter ja ohne Hand natürlich der Ansicht bin, die Bürger können es am besten. Das ist klar. Aber zum Beispiel die Privaten, also sagen wir mal die Gewerblichen. Die privat sind wir auch, Paritäter, wir sind privat durchweg. Aber die Gewerblichen können es am besten. Die, die so richtig getrieben sind von Profitstreben, die können es eigentlich am allerbesten. Das sind die Macher mit den smarten Ledertaschen, die mit den guten Autos vorfahren, die irgendwo reinstürmen und die das dann schon richten. Und wir haben gerade in den 90er Jahren, haben wir erlebt, wie sich dieses neue Management gefeiert wurde wie neue Heilsbringer. Also hat schon quasi religiöse Züge gehabt. Das war eine Zeit, wo aufgeräumt wurde mit allem, was bisher da war. Handwerksordnungen wurden hinterfragt. Macht das noch alles seinen Sinn? Ist das nicht ein bisschen altbacken? Beamte, es war die Hochzeit der Beamtenwitze. Man konnte Stammtische wirklich den ganzen Abend mit guten Beamtenwitzen unterhalten, wo man einfach den Ethos dem Beamter mitbringt, nämlich eine gewisse Dienstverpflichtetheit, Neutralität und all das, was der Beamtentum ausmachen sollte, wirklich, wo kein Verständnis mehr dafür war, da war. Auf wen gesetzt wurde, waren die Smarten, waren die auch Gierigen. Und es wurde gesagt, lass die doch ihr Geld machen, da fällt schon für alle was ab. Das hatten wir in allen Bereichen. In der Zeit, die Telekom wurde an die Börse gebracht, damit angeblich ungeheures Geld reingeholt wird. Die Bahn wollte man an die Börse bringen, hat es aber erstmal nur bis zu einer Privatisierung geschafft. Was auch erstaunlich ist, dann wird also etwas privatisiert in eine neue Struktur hinein. Das ändert sich ja im Wesentlichen nicht viel anders. Also, man hat sogar die Bundesdruckerei damals privatisiert. Das muss man sich mal vorstellen. Man hat die Bundesdruckerei, das ist also die Institution, altehrwürdig, wo unsere Briefmarken gedruckt werden, aber nicht nur die, auch unsere Führerscheine, auch unsere Personalausweise, hat man in eine GmbH überführt, damit die neue Geschäftsfelder sich suchen und auch andere Sachen drucken. Und das ist ja gründlich schiefgegangen. Das ist völlig schiefgegangen. Das Ding wurde dann verkauft, ist dann irgendwann, ich glaube, bei irgendwelchen arabischen Investoren gelandet und irgendwann wurde dem Deutschen Bundestag klar, Moment mal, die haben jetzt unsere Personalausweise. Und dann hat man das Ding wieder zurückgekauft. Also das zeigt aber, mit welchen Absurditäten darum gegangen wurde. Wenn eine Kommune nicht mehr weiter wusste, dann wurde einfach verscherbelt,
was da war, in der Hoffnung, irgendwie wird sich schon richten, weil dann kommen diese Wundermänner. Diese Wundermänner, diese Volks- und Betriebswirte, die dann hier mal richtig durchkehren, aufräumen, Wind reinlassen. Wie das genau gehen sollte, keine Ahnung. Aber man konnte damit sicherlich auch häufig eine ganze Zeit wunderbar blöffen, bevor dann irgendwann rauskam, sieh mal an, der Kaiser hat ja eigentlich gar nichts an. Aber selbst dann fehlten häufig die, die den Mut haben, hatten, da mal mit den Finger drauf zu zeigen. Denn wer macht das schon gern? Das ist das Gleiche wie mit unserem bestes Beispiel, unsere Sachverständigen zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Jede Fußball-Toto-Tipp-Gemeinschaft hat eine höhere Trefferquote als diese Truppe. Wirklich. Ja, wenn man sich die anschaut, in den letzten 10 oder 15 Jahren, wie jeweils die Prognosen waren, die jeden November abgegeben werden für das nächste Jahr, da waren vielleicht 2, 3 Treffer dabei, wenn man großzügig ist, da sind sie zumindest ins Zielgebiet gekommen. Aber häufig wirklich so brutal daneben, das Einzige, ist doch so interessant, das Einzige, was diese Sachverständigen Jahr für Jahr dokumentieren mit ihren Prognosen, ist, dass sie nicht in der Lage sind und offensichtlich keiner in der Lage ist, auch nur halbwegs zuverlässig vorherzusagen, wie die wirtschaftliche Entwicklung im nächsten Jahr sein wird. Das Einzige, was sie tun. Aber keiner will es wahrhaben. Sie werden gefeiert wie Popstars, weil sonst ein ganzes System zusammenbrechen würde. Denn irgendwie müssen Steuerschätzungen stattfinden. Zu Steuerschätzungen braucht man Prognosen, ob die stimmen oder nicht, ist egal. Das ist ja Gleichheit, kennt man von der eigenen Urlaubsplanung. Ja, ist ja so, was packen wir ein, ach, Badehose reicht. Am Ende regnet es natürlich. Aber man muss ja irgendwas erstmal festhalten. Man hat häufig den Eindruck, genauso ist es mit diesen Sachverständigen, genauso ist es mit diesem Hype, der um einige Manager gemacht wird, hier beim Berliner Flughafen. Also, als ich den Namen Medorn dann schon wieder hörte. Aber wirklich, da wurde die ganze Absurdität dessen deutlich, das ist anekdotisch, gut, aber genau so funktioniert es doch. Da ist ein Ding völlig in den Sand gesetzt und dann sucht man wieder einen Heilsbringer. Und dann nimmt man einen, der das Image hat. Mal ganz davon abgesehen, dass durch dessen Aktivitäten und seine Versuche die Bahn so klein zu sparen, dass er sie endlich an die Börse kriegte, hier in Berlin letztlich keine S-Bahn mehr fuhr, nimmt man diesen Mann und sagt, das ist unser Heilsbringer und setzt ihn da erstmal ein. Er tut auch das, was man von Heilsbringern erwartet, er kündigt ein paar Leute und macht den Haken und dann ist er wieder weg. Und dann kommt der Nächste. Dieses hat quasi religiöse Züge. Man will Hoffnungsträger. Man weiß es nicht genau, man blickt auch nicht mehr ganz durch und jetzt setzt man alles auf eine Person. Und wenn die weg ist, nimmt man die nächste. Und so haben wir es in dieser angeblich doch so rationalen Welt der Volkswirtschaft mit ungeheuer vielen Irrationalitäten zu tun, die in ihrer Absurdität gelegentlich dann schon grotesk ausfallen. Nehmen wir zum Beispiel... unterbrich mich, so weit zu viel. Aber nehmen wir zum Beispiel Mindestlohn. Die Forschungsinstitute im 2014 haben sich überschlagen, auszumalen, was passieren sollte, wenn man Menschen 8,50 Euro zahlt. Herr Sinn hat von, also den wollte ich nämlich gerade ins Spiel bringen, ja, hat von 800.000 Arbeitsplätzen gesprochen, die sofort vernichtet würden. Hätte man all diesen Propheten aus der Volkswirtschaft, Menschen mit höchster Reputation, geglaubt, hätte eigentlich im Januar 2015 hier kein Friseur mehr offen haben dürfen und ein Taxi hätte man auch nicht mehr kriegen dürfen. Wurde alles vorhergesagt, ist erledigt, könnte sich nicht mehr halten. Im Ergebnis hatten wir am Jahresende 2015 mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze als zuvor. Wir hatten weniger Minijobs, genau das wollten wir aber auch. Die wollte ja kein Mensch. Es war so eine gesunde Entwicklung und jetzt kommt's. Da geht kein Volkswirt in Sack und Asche, ja, und sagt, ich habe völlig daneben gehauen. Die setzen sich dahin und fangen schon wieder von vorne an bei 8,84 Euro und sagen, jetzt bricht endgültig alles zusammen und jetzt wird es noch absurder. Und schon wieder glauben ihnen alle. Das ist doch das Verrückte. Das ist das Verrückte, dem ich auch versucht habe, mich zu nähern. Es sind Denkschablonen, in denen wir gefangen sind und
aus denen es ungeheuer schwierig offensichtlich für uns ist, auszubrechen und Realitäten mit unserem Verstand als das wahrzunehmen, was sie sind, nämlich als Realitäten und nicht zugekleistert von irgendwelchen Prognosen, die aller Erfahrung niemals eintreten. Ja. Der Hans-Werner Sinn hat ja auch nicht nur, was den Mindestlohn betrifft, sondern auch, was die Voraussage der Finanzkrise 2008 ja wie alle anderen auch völlig versagt. Und wir haben bei der vergangenen Veranstaltung mit der Ulrike Herrmann auch darüber gesprochen, dass ja, aber es auch keine Selbstkritik gibt und es auch akzeptiert wird, dass jetzt wieder in jeder Talkshow sitzen. Was können wir denn dagegen tun? Demaskieren. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben. Wir müssen im besten Sinne aufklären. Wirklich aufklären. Wir müssen bei all den Plattheiten, die uns entgegengehalten werden, zu sagen, so geht's nicht. Wie oft passiert es mir in Diskussionen, dass da ein Volkswirt sitzt, der aus wahrscheinlich sogar bester Überzeugung, wenn man über Renten spricht und dass sie erhöht werden müssten, über Hartz IV spricht und dass die Sätze erhöht werden müssten, sofort reflexhaft sagt, unbezahlbar. Das kann er machen. Aber das Scharfe ist, in vielen Diskussionen ist damit die Diskussion beendet. Dann sagen alle, ach so, hat der Herr Volkswirt gesagt. Die Experten, Experten, ja, dieser, die Unabhängige. Dieser Nimbus, unabhängig, ja. Genau, dieser Nimbus, den sie vorhin sich hertragen. Sie hätten angeblich keine Interessen. Hm. Natürlich, wenn man sich auch anschaut, wer in welchen Aufsichtsräten nebenbei sitzt, dann kann man die Interessen sehr gut absehen und wer wo welche Vorträge hält. Dann sieht man natürlich auch Interessen. Aber sie haben den Nimbus der Neutralität und jetzt kommt, sie brauchen sich in der Regel nicht weiter zu begründen. So ein platter Satz wie, es muss ja erstmal erwirtschaftet werden, obwohl wir mittlerweile 5,9 Billionen auf der hohen Kante der Privathaushalte haben, die erwirtschaftet worden sind. Obwohl wir in jedem Jahr über 3 Billionen Euro erwirtschaften, obwohl wir die viertreichste Wirtschaftskraft dieser Welt sind, kommt so ein platter Satz so daher, dass keiner mehr traut, sich irgendwie gegenzuhalten, weil er sagt, eigentlich habe ich keine Ahnung. Wenn ich mit Bekannten und Freunden manchmal diskutiere, dann höre ich auch so immer wieder den Satz, ach, ich kenne mich da nicht aus, Ulrich, das ist nicht, ja, das ist auch richtig so. Aber man kann gut davon ausgehen, dass vieles, und das hat der verstorbene SPD-Politiker Struck mal so nett gesagt, was gerade von Volkswirten und Sachverständigen kommt, nicht mehr als heiße Luft ist. Mhm. Und man hat das Recht, nachzufragen. Man hat das Recht, nachzufragen, wie kommt man eigentlich zu solchen Prognosen? Wie kommt man zu solchen Behauptungen, dass eine Rente, die für alle halbwegs nicht auskömmlich ist, nicht bezahlbar sein soll? Nehmen wir als Beispiel. Eine Rente, die nicht bezahlt, oder ein Rentenniveau von 50% würde nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft, und die sind nun sehr unverdächtig, weil das ein arbeitgebernahes, wirtschaftsnahes Institut, würde rund 50 Milliarden kosten im Jahr 2025. 50 Milliarden. Dann kommt so ein Volksnetz, oh, nicht bezahlbar. 50 Milliarden, hört sich wahnsinnig viel an. 50 Milliarden. Und dann wirklich denken, wir haben 3 Billionen, über 3 Billionen Bruttoinlandprodukt. Da relativiert sich 50 Milliarden. Milliarden. Wir haben im Jahr über 800 Milliarden Sozialbudget. Das heißt Ausgaben für Renten, für Gesundheit und andere Sozialleistungen. Wenn man 50 Milliarden draufsatteln würde, so was das Rentenniveau eines ist, das wieder akzeptabel wäre, würde das den Anteil dessen, was wir für Soziales ausgeben in Deutschland, gerade mal von rund 29% auf 30% steigern. Mehr wäre das nicht. Und das, die Frage ist, was macht man? Man muss aufklären, man muss hinterfragen solche Sätze, solche Plattheiten und muss mal auch gegenrechnen. Und das ist unser aller Aufgabe. Wir haben Bündnisumverteilung im Moment wieder aufgezogen. Seit 2 Monaten sind wir wieder am Start, wo wir uns gesagt haben, wir wollen bis zu den Bundestagswahlen genau diese Aufklärungsarbeit leisten. Wir werden mit sehr vielen Infobriefen, mit sehr vielen Veranstaltungen und Veranstaltungen wie auch hier heute Abend. Vielen Dank deshalb für die Einladung. Wollen wir einfach aufklären? Wollen wir aufklären und deutlich machen, was ist eigentlich dran an der angeblichen Nichtbezahlbarkeit? Was ist eigentlich dran an diesem ja, Totschlagargument? Jegliche Umverteilung, jegliche stärkere Belastung der Reichen würde Deutschlands Wirtschaft ruinieren. Da ist nämlich nichts dran.
Und darüber wollen wir aufklären. Das ist auch das, was wir leisten müssen. Wollen wir es ändern, aufklären im besten Sinne. Wir haben ja... Also in der jüngeren, also historisch gesehen jüngeren deutschen Geschichte haben wir ja schon mal so eine gigantische Umverteilung gehabt. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja den Lastenausgleich unter Adenauer. Und da mussten halt die Reichen ganz gezielt auf ihr Vermögen Abgaben zahlen, 50% Lastenabgabe zu zahlen innerhalb von 30 Jahren. Wieso war das damals durchsetzbar und wieso ist das heute so völlig utopisch scheinbar? Ja, Deutschland war in einer außerordentlichen Ausnahmesituation. Es war nach dem Krieg und es musste irgendwo Geld herkommen. Und interessant, in solchen Ausnahmesituationen war vielen relativ klar, das geht nur mit Teilen. Wenn man eine Situation hat, und damals war es ja noch sinnfälliger als heute, dass Menschen wirklich in bitterster Not lebten und Deutschland wieder aufgebaut werden musste. Auf der einen Seite Menschen gab, die schon wieder oder immer noch Vermögen ja durchaus hatten. Da war es sinnfällig, man wird es nur hinkriegen, wenn man Solidarität zeigt. Man wird es nur hinkriegen, wenn man tatsächlich teilt. Und zwar, und das ist der Unterschied zu späteren Situationen in Deutschland, wenn man aus der Substanz teilt, wenn man wirklich was abgibt. Das war die Ausnahmesituation. Die hat sich nie mehr wiederholt. Warum hat sich es nicht wiederholt? Weil, salopp formuliert, es Deutschland zu gut ging. Salopp formuliert. Wir haben nämlich dann ab dieser Nachkriegszeit wirtschaftliche Zuwächse gehabt, die einen ganz neuen Begriff des Teilens ermöglichten. Es wurde nämlich, wenn von Teilen gesprochen war, immer nur über das Aufteilen des Zuwachses gesprochen. Wenn von Teilen gesprochen wurde, ging es immer nur um das Mehr Erwirtschaftete. Das, was man zusätzlich jetzt reingeholt hat, an wirtschaftlichen Erfolgen, am Bruttoinlandprodukt, an Reichtum, wie teilen wir das denn jetzt auf zwischen Sozialstaat, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern? Aber es ging immer nur um das Mehr Erwirtschaften. Wir haben einen völlig absurden Begriff des Teilens mittlerweile. Das ist gleich, als hätte St. Martin sich neben seinen Mantel gestellt und gewartet, dass er endlich anfängt zu wachsen, damit er was abgeben kann. So ist das mit dem Teilen. Wir haben uns wir haben uns abgewöhnt, tatsächlich zu teilen. Wir hatten noch einige große Situationen, wo Teilen angebracht gewesen wäre. Ja, zum Beispiel Wiedervereinigung. Zum Beispiel, vorher auch schon in den 70er Jahren, damals bei der ersten großen Ölkrise, wäre die Frage gewesen, wäre hier nicht vernünftig gewesen, ein Prozess des Teilens. Wir hatten die Vereinigung und das war in der Tat das herausragende Moment. Es wurden Feierstunden nach Feierstunden abgehalten. Alle haben sich plötzlich an ihre patriotischen Pflichten erinnert und was sie jetzt alles für Deutschland tun wollten. Nur etwas abgeben wollte keiner. Wollte keiner, ganz im Gegenteil. Man hat nach der Vereinigung noch eine Steuerentlastung durchgezogen für die Wohlhabenderen in dieser Gesellschaft. Man hat nach der Vereinigung, auch daran sei erinnert, den Solidaritätszuschlag erstmal abgeschaffen. Der wurde ja nicht wegen der Vereinigung eingeführt damals, sondern damals wegen des Irankriegs. Irak-Krieg. Und man hat den erstmal wieder abgeschafft. Und dann hat man ihn erst später wieder gesagt, dann müssen wir doch mal wieder was tun und hat ihn wieder eingeführt, aber nicht so, dass die starken Schultern hier mit den Schwachen geteilt hätten, sondern alle wurden rangezogen, ganz im Gegenteil, durch erhebliche Kürzungsprogramme im Sozialbereich in den Jahren 1992, 1993 waren es insbesondere die Armen West, die mit den Armen Ost zu teilen hatten, wenn von Teilen gesprochen wurden. Aber wir waren seit dem Adenauerschen Lastenausgleich in Deutschland nie mehr in der Lage zu teilen. Auch hier, was ist denn passiert bei der letzten Wirtschaftskrise? Es wurden Programme aufgelegt, milliardenschwere Programme, zu Recht, um diese Krise zu meistern. Da war ziemlich viel Unsinn dabei. Wie etwa die Abwrackprämie, die teure. Eine gigantische Vernichtung von Vermögen für diejenigen, die gern ein neues Auto haben wollten und sie das leisten konnten. Es waren aber auch durchaus vernünftige Dinge dabei. Wie etwa Sanierung von Schulen, andere öffentliche Einrichtungen. Das war vernünftig. Aber dann kam natürlich im Jahr 2010 prompt die Rechnung von Schäuble. Und wer musste es finanzieren? Es waren vor allen Dingen Kürzungen im Sozialbereich wieder, insbesondere bei Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen, die dann dazu herhalten mussten, um den Haushalt zu sanieren. Das ist das, wie in Deutschland geteilt wird. Und das ist
das Trauerspiel. Vielleicht noch eine Bemerkung zum Solidaritätszuschlag. Sie haben das vielleicht auch alle mal schon gemerkt in Diskussionen. Es hält sich ja hartnäckig die Überzeugung, dass das eine Steuer ist, die der Westen für den Osten zahlt und die im Osten nicht gezahlt wird. Also wenn Sie irgendwie im Urlaub sind oder so, da kommen Sie immer darauf. Und zweitens ist das ja eine Steuer, die geht ins allgemeine Steueraufkommen. Und es wäre viel ehrlicher, die Steuern entsprechend zu gestalten, ist meine Meinung. Ich wollte dieses Stichwort aufgreifen. Damals, nach dem Krieg, war es ja so offensichtlich und sichtbar. Heute haben wir eine Situation, dass es zwei soziale Gruppen gibt, die eigentlich fast unsichtbar sind. Das sind die ganz Reichen, die Superreichen, also in Berlin, die sieht man nicht. Also Berlin ist nicht die Hochburg der Reichen, aber trotzdem, sie fallen nicht auf, sie zeigen ihren Reichtum auch nicht der Öffentlichkeit. Und es sind die ganz Armen. Wie kann man diese Unsichtbarkeiten vielleicht noch ein bisschen erklären und beschreiben? Und was könnte man tun, um das sichtbarer zu machen? Na, diese ganz Armen, die sieht man ja schon wieder. Das sind ja wirklich die armen Menschen, die Flaschen sammeln. Das sind die Obdachlosen, die einem begegnen. Das sind die betteln müssen, um sich irgendwas kaufen zu können. Die sind schon wieder da. Es ist ja diese versteckte Armut, die da drüber ist. Es ist diese Hartz-IV-Armut, die so versteckt ist, wo Menschen ja wirklich heroisch, muss man sagen, häufig ihren Alltag bewältigen, um mit ganz objektiv zu wenig Geld, mit dem man gar nicht über die Runden kommen kann, noch halbwegs hinzukommen, nicht nur hinzukommen, sondern vor allen Dingen auch, das bewundere ich häufig bei Familien mit Kindern und gerade auch Alleinerziehenden, um ihren Kindern auch immer wieder alles bieten zu können, unter wirklich großer Entbehrung der Erwachsenen selber. Das ist so diese versteckte Armut. Und die ist auch schwer zu sehen. Wie kann man sie öffentlich machen? Ich glaube, es geht zum einen nur damit, dass man Menschen gewinnt, die arm sind, die auch darüber berichten. Das ist ungeheuer schwierig. Ich kann es auch nachvollziehen. In dieser Leistungsgesellschaft ist ja der sich outet als ich bin arm, ich bin arbeitslos, steht er sofort als Loser da. Mhm. Wieso bist du denn arbeitslos? Deswegen vorhin noch meine spöttische Bemerkung. Wer heute nicht 130.000 auf dem Konto hat, der hat was falsch gemacht, der ist ein Verlierer. Der hat seine Chancen nicht genutzt. Wir haben ja mittlerweile einen ganz fürchterlichen Gerechtigkeitsbegriff in Teilen in Anwendung. Dass jeder seine Chance bekommt und das ist gerecht. Und wenn er sie nicht nutzt, dann ist es genauso gerecht, wenn man ihn halt da lässt, wo er ist. Das ist ein Gerechtigkeitsbegriff, ein explizit neoliberaler Gerechtigkeitsbegriff, ja, der den Menschen ja auch gleich die Schuld zuschiebt. Mhm. Du hast nichts aus dir gemacht. Du hast deine Chancen nicht genutzt. Wieso bist du noch immer arbeitslos? Mhm. Bist du nicht flexibel genug? Bist du nicht bereit, jede Arbeit anzunehmen? Das sind alles so Dinge, mit denen ja auch gleich verbunden wird, dass jemand arbeitslos und arm ist. Und deswegen kann ich jeden verstehen, der sagt, Ich gebe das nicht zu, ich mache das nicht. Ich habe von den Beratungsstellen immer wieder von Schicksalen gehört, wo Arbeitslose selbst ihre eigene Familie nicht erzählt haben, dass sie gar keinen Job mehr haben. Wo Leute morgens aus dem Haus gehen mit der Aktentasche und abends wieder nach Hause kommen und den Tag über sich irgendwo in Parks rumtreiben und sonst was, bis sie den Mut finden, überhaupt ihrer eigenen Familie zu sagen, ich bin arbeitslos. Mhm. Und wenn das geschafft ist, trauen sie auch nicht ihre Nachbarn zu sagen. Mhm. Weil sie sonst als Loser dastehen. Die Kinder, was macht dein Vater? Ja, gar nichts. Mhm. Es ist ungeheuer, weil wir eine derartige, ich will sagen, entsolidarisierte Gerechtigkeitsbegriff haben. Einen so wenig barmherzigen Gerechtigkeitsbegriff, dass gleich jeder sich es selber anzieht, wenn er sagt, ich bin armer. Wir müssen trotzdem Menschen gewinnen, die darüber berichten. Mhm. Sonst werden wir es nicht öffentlich kriegen. Und wir müssen Menschen beibringen, Armut überhaupt zu sehen. Also es ist ja wirklich so, man kann ja Armut sehen, wenn man will. Wenn man wirklich sensibel ist, dann kriegt man schon mit, wenn man auf einer Klassenversammlung ist und da geht es wieder an die Freizeiten und dann immer diese leidige Frage, die hasse ich gehasst. Das ist das einzig Schöne, wenn die Kinder jetzt von der Schule weg sind, dass ich die Diskussion nicht mehr habe. Wie viel Taschengeld gibt man mit? Und dann merkt man sofort, wie so alles ein bisschen ruhiger wird und dann gibt es ein paar, die kriegen überhaupt nicht mit, was hier gerade abgeht und die, ach, irgendeine Summe kommt da rein, die haben diese meist
Menschen, die nicht so viel Geldprobleme haben, und da merkt man, wie andere richtig blass werden. Die dann da sitzen und schon wieder im Kopf rechnen, wie soll ich das denn bezahlen? Ich kann das gar nicht bezahlen. Die aber auch nichts sagen. Aber wenn man ein bisschen sensibel ist, dann kriegt man sowas mit. Man kriegt auch, wenn man ein bisschen sensibel ist, mit, wenn immer die gleichen Kinder fehlen, wenn man sie zum Geburtstag einlädt. Ich habe das bei meinen Kindern mal erlebt, wirklich, da waren Freunde da, waren die noch klein, da hatte die Familie wirklich nicht viel, das wusste ich. Und der brachte dann, das war auch typisch, das teuerste Geschenk für meinen Sohn mit so einem ferngesteuertes Auto. Da habe ich gesagt, Wahnsinn. Aber wenn man mit ein bisschen offenen Augen rangeht, dann sieht man, was da alles schiefläuft. Die Konsequenz zum Beispiel daraus war, dass wir gesagt haben, bei Kindergeburtstagen bringt keiner ein Geschenk über 5 Euro mit. Ja, dass man einfach auch Grenzen mal zieht und sowas, Ball flach halten. Aber man kann mit offenen Augen viel sehen, wenn man sieht doch, wenn ein Kind mit so kleinen Schuhen rumrennt, die vorne so durchgebeult sind. Man kriegt doch mit, wenn die Klamotten nicht passen, wenn die durchgewetzt sind. Und wenn man weiß, dass wahrscheinlich wieder zu Hause hat, Geld fehlt bis zum nächsten Monatsersten, überhaupt was anzuschaffen und sowas. Also wir haben daraus die Konsequenz gezogen, als paritätischer, wir haben vor einigen Jahren einen Wettbewerb ausgeschrieben für Schulklassen. Mhm. Die sollten sich mal ein Fotoapparat nehmen oder Malblock oder was auch immer und sollten mal in ihrem Viertel rumgehen und malen oder fotografieren, wo sie Armut sehen. Mhm. Und dann öffnet sich plötzlich der Blick. Mhm. Dann öffnet sich der Blick, dann guckt man genauer hin, denkt, ja, stimmt. Und dann fangen die Menschen auch nachzudenken, was ist überhaupt Armut? Mhm. Ist denn zum Beispiel, wenn ich im Herbst noch immer mit Sandalen rumlatsch, ist das Armut oder nicht? Mhm. Das heißt, man muss auch nachdenken. Es gibt Grobklötze, ganz klar, die werden nie Armut sehen, weil es für sie auch keine Armut gibt. Es gibt so Menschen. Mhm. Aber das ist zum Glück meiner Ansicht nach eine Minderheit. Mhm. Und man kann es lernen. Und dann wird Armut auch sichtbar. Es gibt ja ganz häufig, gerade in Bezug auf Hartz-IV-Empfänger und die Kinder und was sie dann für Chancen haben, so die Diskussion von den Meinungsführern, den Mainstream-Aktionsträgern sozusagen, die auffassen, es liegt ja nicht am Geld. Es geht ja gar nicht ums Geld, es geht ja eigentlich um andere Sachen. Das hast du sicher auch schon tausendmal gehört. Wie reagierst du darauf? Zunehmend verzweifelt. Also, weil das ist wirklich zum Teil eine Ignoranz, die ist hammerhart. Also interessanterweise kommt die Argumentation, dass Geld ja nicht so wichtig ist, fast ausschließlich von Menschen, die ordentlich Geld haben. Ja. Also das heißt, wenn man dann sagt, na, Geld ist doch wichtig, dann wird man häufig mit so Anekdoten abgespeist. Ich hatte auch mal kein Geld. Dann war das vielleicht mal eine Phase im Studium oder sowas. Und angeblich hätte dann ja auch alles geklappt und es sei nicht so wichtig. Ich finde es zunehmend, also mich bringt es diese Borniertheit, die dahinter ist, so zur Verzweiflung, diese Unfähigkeit, sich in andere reinzuversetzen, um mal einfach auch zu akzeptieren, dass es nicht allen gut geht. Und selbst wenn man mal eine Phase hatte, wo man mit wenig Geld hinkam, es hat nicht jeder die gleiche Stärke. Mhm. Es gibt Menschen tatsächlich, die kommen mit Hartz IV zurecht. Also das sind aber wirklich so ein paar, ja, so Tugendathleten häufig. Mhm. Ja, die wirklich sich völlig im Griff haben, die sich ungeheuer einschränken, die wahnsinnig viele Mechanismen gefunden haben, wie man vielleicht hier noch was besorgen kann und da noch was besorgen kann. Aber das schaffen die wenigsten. Hartz IV heißt ja, ich darf mir nicht einen Moment eine Schwäche erlauben. Wenn im Sommer 25 Grad, ich bin mit meinem Kind auf dem Spielplatz und da kommt ein Eiswagen und das Kind will ein Eis, dann muss ich die Härte haben zu sagen nein. Denn wenn ich mir 2-3 Mal eine Weichheit da erlaube, habe ich am Monatsende ein Problem. Und das ist auch das Zynische in dem ganzen Spiel. Ich muss permanent mir Schwächen verkneifen, wo die Schwäche eigentlich eine Stärke wäre. Und das ist das, was das Leben mit Hartz IV so fürchterlich schwer macht. Und deswegen, also ich habe für diese Sprüche, man kommt damit hin, es geht ja eigentlich gar nicht ums Geld, immer weniger Verständnis. Die das benutzen, tragen das Argument politisch häufig vor, um sich vor der Frage zu drücken, wie können wir höhere Hartz IV-Sätze finanzieren. Denn darum geht es ja. Man will einfach nicht mehr zahlen.
Und dann wird dann ganz schnell auf Bildung verwiesen und auf dies und das. Alles, was man im Moment sowieso nicht überprüfen kann, alles, was so schnell gar nicht umsetzbar ist, etc., um der Frage, wie kann ich armen Kindern ganz schlicht mehr Geld zukommen lassen? Wie kann ich armen Familien ganz schlicht mehr Geld zukommen lassen, sodass sie halbwegs angstfrei über den Monat kommen? Darum geht es doch, dass diese Frage nicht beantwortet werden muss. Denn das Geld, da geht es ja gar nicht nur um das Kaufen lebensnotwendiger Dinge. Da geht es auch gar nicht nur um Teilhabe. Es wird so viel besprochen bei Arbeit über Teilhabe. Es geht schlichterdings um Angst und um die Abwesenheit von Angst. Wenn man so wenig Geld hat und so bis hier mit Schulden vollgestopft ist, dass jeder graue Umschlag, der im Briefkasten sich da einfindet, wirklich erstmal Schweiß auf den Stirn treibt. Wenn man immer nur darüber nachdenkt, wie komme ich über den Monat, wenn ich immer wieder darüber nachdenke, wie kann ich meinem Kind mit welcher Ausrede jetzt schon wieder das und das versagen. Und wenn die Adventszeit für mich nun auch eine Horrorzeit ist, mit den ganzen Schaufenstern, und weil Weihnachtsgeschenke anstehen und die Kinder überhaupt nicht verstehen können, warum das schon wieder nicht funktionieren soll und laufen soll. Diese permanente Angst, dieser Stress nicht hinzukommen, das ist es doch, was wenig Geld auch bewirkt und was Menschen krank machen kann. Krank machen kann. Natürlich spielt Arbeit eine Rolle und nicht Vorhandensein von Arbeit. Natürlich spielt soziale Kontakte eine Rolle und ähnliches. Aber es ist ganz schnöde, wenn man kein Geld hat, hat man Angst, hat man Stress. Und ein Kind kann in einer solchen Atmosphäre schlechterdings nicht zukunftsgewandt, optimistisch und angstfrei aufwachsen. Geht nicht. Das ist die andere Seite von Geld, die man im Hinterkopf haben muss. Und Menschen, die über lange Jahre sehr viel Geld haben, vergessen das, glaube ich, gelegentlich. Ich wollte vielleicht noch, ich habe schon so ein bisschen einen Blick auf die Uhr. Also wenn Sie jetzt eine Frage haben, können Sie sich auch gerne melden. Sie wissen ja, dass das möglich ist hier bei uns. Man kann auch eine Meinung haben, man muss nicht eine Frage haben. Ja, das habe ich mal erlebt bei einer Diskussion, ich will jetzt nicht sagen mit wem. Da meldete sich jemand und dann sagte der von vorne immer, die Frage. Und dann sagte der sehr schön, der eben nicht Fragesteller, ich habe keine Frage, ich habe eine Meinung. Und Sie haben jetzt eine Meinung oder eine Frage? Entschuldigung, du, ja. Entschuldigung. Okay. Also ich muss sagen, war heute Abend auf dem Gemüse erwartet. Ich habe irgendwie, nachdem ich die E-Mail gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist wichtig. Ich habe mir auch gedacht, die Lehrerin hat meine Befürchtung bekommen. Und ich mache es mal ganz kurz. Ich sehe in diesem Buch, was wir dagegen tun können. Ist das jetzt eine rhetorische Frage oder gibt es noch eine Antwort? Da gibt es Antworten. Das Buch setzt nicht nur an der Frage an, was können wir tun, um Armut zu verhindern. Das wäre zu kurz gegriffen. Was können wir tun, um den Menschen wieder soziale Sicherheit zu geben? Denn man muss nicht arm sein heutzutage, um sozial zutiefst verunsichert zu sein. Es reicht schon, wenn ich einen Job habe, mit dem ich so halbwegs hinkomme, aber ich genau weiß, dass ich später keine Rente haben werde, mit der ich auskommen kann. Es reicht schon, wenn ich einen Job habe, mit dem ich irgendwie hinkomme, aber ich weiß, der ist nur befristet und ich habe keine Perspektive. Und wenn ich einen Job habe, aber es ist Leiharbeit und ich weiß, ich bekomme deutlich weniger als andere und ich weiß auch nicht, wie meine Einsätze laufen. Das heißt, es gibt oberhalb dieser Armutsgrenze, gibt es im Moment in Deutschland ein hohes Maß an sozialer Verunsicherung. Und die Menschen, und da bin ich jetzt in deutlicher Opposition und anderer Meinung als der neoliberale Mainstream, ich finde, die Menschen haben ein Recht, dass man sich um sie kümmert. Ich denke, die Menschen haben ein Recht darauf, dass sich irgendjemand Gedanken darüber macht, wie sieht deine Altersversorgung aus. Wir haben in den letzten 30 Jahren ja einen Sozialstaat geschaffen, wo immer mehr dem Einzelnen übertragen wurde. Du musst dich kümmern, du musst dich bilden, du musst sparen. Und zwar völlig unabhängig davon, ob der Einzelne überhaupt eine Chance dazu hat. Ob er das Geld dazu hat, ob er die Kapazität hat und ob er es kann.
Und wir haben ihn losgelassen, nehmen wir Beispiel Rente, dann auf einen Markt, kümmer dich, kauf Policen und lies das Kleingedruckte. Wenn du eine Riester-Rente abschließt, kriegst du noch ein paar Euro drauf vom Staat. Das war die Marschlinie, das haben wir bei allem so gemacht. Wir haben bei der Krankenversicherung haben wir Einschränkungen vorgenommen. Brillengestelle, Zahnersatz, sogenannte Igelleistungen, wie das heißt, Zusatzleistungen. Und dann wurde gesagt, versichert euch anderweitig weiter. Seht zu, Zahnversicherung, alles kann man versichern. Zusätzliche Pflegeversicherung und so weiter. Wir haben die Menschen auf einen Markt entlassen und gesagt, ab heute bist du mündig. Du bist nicht nur mündig, du bist ein Kunde. Du bist damit die Krönung der neoliberalen Schöpfung. Und deshalb bewähre dich. Und ich glaube, dass die Menschen ein Recht darauf haben, und sie haben auch ein Bedürfnis danach, bei bestimmten Vertrauenssystemen, so nenne ich das mal, auch wirklich vertrauen zu können. Ich will, wenn es um meine Alterssicherung geht, nicht mit lauter Versicherungsvertretern rumfeilschen und aufpassen, dass ich nicht übers Ohr gehauen werde. Und ich will, wenn ich Gas, Wasser, Strom verbrauche, will ich nicht mit 50 Tarifen hantieren, die mir irgendjemand anbietet, sondern ich will in der Tat sehen, dass hier die Kommune mir zu einem Selbstkostenpreis, der fair ist, mein Wasser und mein Strom zur Verfügung stellt. Und ich will auch nicht alles halbe Jahr und jedes Jahr von Krankenkasse zu Krankenkasse hoppen, um irgendwie noch einen Cent zu sparen, weil ich so ein mündiger Bürger bin. Ich will, dass das ordentlich geregelt ist. Es sind Vertrauenssysteme, die da sind, wo ein Mensch, glaube ich, ein Recht drauf hat, zu sagen, das will ich nicht marktförmig geregelt haben, sondern ich will Vertrauenssysteme, wo Menschen dafür sorgen, dass ich eine vernünftige Leistung kriege. Und darauf bauen viele Vorschläge hierauf auf. Das geht los beim ersten System Arbeitslosenversicherung. Ich muss darauf bauen können, dass wenn ich eingezahlt habe, auch was davon habe. Heute hat jedoch nur noch jeder dritte Arbeitslose überhaupt Arbeitslosengeld 1. Zwei Drittel kriegen überhaupt keine Leistung oder Hartz IV. Müssen damit aufstocken. Was ist das für eine schräge Versicherung, die nur um ein Drittel aller Schadensfälle überhaupt zahlt? Wird privat sowieso kein Mensch abschließen. Also auch hier der Frage nachgegangen, was kann man tun? In dem Buch wird konkret beschrieben, was man tun könnte, um ein Mindestarbeitslosengeld 1 zu schaffen für langjährig Versicherte, die vor dem Fall in Hartz IV verschont. Wenn heute jemand, sagen wir mal, der hat Mindestlohn, 8,84 Euro, oder sagen wir, der hat 9 Euro oder vielleicht auch ein bisschen drüber. Wenn der kann 20 Jahre eingezahlt haben, das muss er auch in die Arbeitslosenversicherung. Wenn der nicht mehr hat und wird arbeitslos, der kann sofort Hartz IV beantragen. Der wurde einfach ausgeplündert, der hat davon nichts. Deswegen Mindestarbeitslosengeld. Das ist ein wichtiger Punkt, um hier wieder Vertrauen in ein System zu schaffen. Wenn ich arbeitslos wäre, muss ich nicht sofort Hartz IV beantragen. Heißt im Klartext auch, ich muss nicht sofort jeden lausigen Job annehmen, den man mir da andrehen will. Und heißt im Zweifelsfalle auch, ich brauche mein Vermögen, mein klein bisschen Erspartes nicht sofort einsetzen. Ist ganz wichtig. Dann Stichwort Rente. Rente halte ich für das Herzstück dieses Sozialstaats. Und die Rente ist auch, glaube ich, das, wenn man Menschen wirklich vergraulen will, wenn man ihm Politikverdrossenheit nähren will, dann kann man das am besten damit, indem man ein Rentensystem kaputt macht. Denn Rente ist etwas, wo Menschen richtig mit Furcht drauf gucken können. Keiner will bis zu seinem Lebensende arbeiten. Und keiner kann. Die meisten können nicht bis zu ihrem Lebensende arbeiten. Wir tun manche kleine Selbstständige wirklich total leid, wenn ich weiß, die müssen wirklich in ihrem Kiosk, Dönerbude oder irgendwas, die müssen arbeiten bis zum Umfallen, weil da gar nichts ist an Alterssicherung. Die können auch gar nicht bei dem bisschen was einnehmen. Aber jemand, der erwerbstätig ist, abhängig beschäftigt ist, muss sich darauf verlassen können, dass er, wenn er denn auch arbeitet, all die Jahrzehnte, dass er am Ende ein Altersruhegeld, eine gesetzliche Rente kriegt, die ihn, ja sagen wir mal, einen schönen Lebensabend ermöglicht. Nennen wir es mal so. Im über Hartz IV oder über Altersgrundsicherung. So, dass man auch mal ins Theater gehen kann, Kino gehen kann, wenn man Urlaub machen kann. Kaffee mit Freunden, Freundinnen, ein Stück Kuchen essen, also all das, was mit Altersgrundsicherung gar nicht mehr drin ist. Darauf haben die Menschen ein Anrecht. Und deswegen sage ich ganz konkret,
Erhöhung des Rentenniveaus auf 53%. In dem Buch ist übrigens auch Position unseres Verbandes, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Wir sagen ganz konkret, wir wollen eine Arbeitnehmerrentenversicherung, wo alle einzahlen, wo alle versichert werden. Das heißt, die ganzen Zusatzkassen, die da sind, von Freiberuflern, Ärzten, Rechtsanwälten, Apothekern, alles in die gesetzliche Rentenversicherung. Wir sagen weiterhin zu dieser gesetzlichen Rentenversicherung, dass wir mal drüber nachdenken müssen, dass wir hier auch einen Solidargedanken stärker einziehen. Sprich, wir müssen die Beitragsbemessungsgrenze deutlich erhöhen, aber wir müssen nicht unbedingt deshalb die Rentenauszahlung mit erhöhen bei denen, die wirklich gut haben. Stichwort Schweizer Modell in die Richtung gedacht. Das sind Dinge, mit denen wir mit dem Rentenniveau 53% eine Menge Leuten helfen können. Und wir brauchen irgendeine Form von Mindestsicherung in der Rente für Leute, die langjährig eingezahlt haben. Wenn Frau Nades selber sagt, bei 11,68 Euro muss ich haben, um überhaupt später nach 40 Berufsjahren eine Rente zu haben, die über Altersgrundsicherung ist, dann muss der Gesetzgeber und der Staat eine Antwort dafür haben, was machen wir mit den Menschen, die keine 11,68 haben und die aber auch arbeiten, die jeden Tag, jede Woche 40 Stunden losgehen und am Ende sagen, ich zahle hier eigentlich nur für nichts in die Rentenversicherung ein. Ich werde niemals was rauskriegen, was mir einen guten Lebensabend beschenkt. Wir brauchen also irgendeine Form von Mindestrentensystem. Das ist die Rente. Es sind weitere Vorschläge, also ich will jetzt sehr weit gehen, die hier ausgeführt sind für den Bereich des Familienlastenausgleiches bis hin zu einer Kindergrundsicherung. Da sind Elemente aufgeführt hier, insbesondere aber auch für einen sozialen Arbeitsmarkt, sprich öffentlich geförderte Beschäftigung, ganz wichtig für diejenigen, die arbeiten wollen, aber die am ersten Arbeitsmarkt, machen wir uns nicht vor, überhaupt keine Chance mehr haben. Da haben wir genug. Wir haben Leute, die können gerade noch 3 Stunden am Tag arbeiten, gesundheitlich bedingt, gelten als arbeitsfähig und werden dann von den Jobcentern von einer Maßnahme zur anderen ins Zahlungsfall geschickt, Bewerbungstrainings und was weiß ich. Wo sollen die sich bewerben mit ihren 3 Stunden? Die nimmt doch keiner. Aber sie wollen ja arbeiten, sie haben einen Recht, und da müssen wir im Zweifelsfälle auch Arbeitsplätze vorhalten. Das ist auch wichtig für die Familien, das ist wichtig für die Kinder. Wir müssen was tun für Vereinbarung von Erwerbsleben und Kinder, gerade für Alleinerziehende, das ist am drückendsten. Zu all diesen Dingen, aber es wird jetzt sehr weit führen, finden sich sehr detailliert Vorschläge da drin, die aber alle eine Bedingung haben, damit sie umgesetzt werden können. Wir brauchen eine mutige Politik der Umverteilung, sonst klappt das nicht. Es ist so, dass zu jedem einzelnen Vorschlag, oder wenn man die Probleme benennt, brauchen wir nicht mehr Pflegekräfte in so Einrichtungen. Brauchen wir nicht mehr Erzieherinnen in Kindergärten? Brauchen wir nicht mehr Lehrer? Brauchen wir nicht bessere Renten? Aus allen Parteien, aus allen politischen Strömungen, aus allen gesellschaftlichen Schichten würden sie da sitzen und sagen, genau, völlig richtig. Waren wir immer einer Meinung. Wer hat schon was? Wer will schon arme Kinder? Wer will schon arme Alte? Alle werden sagen, müssen wir was machen. In dem Moment, wo es aber um die Finanzierung geht, da wird es plötzlich ganz eisig. Ganz eisig. Und dann ducken sich viele weg. Weil alle wissen, wir werden Deutschland nur zusammenhalten können. Wir werden die Ungleichheit nur mildern können und werden Armut nur verhindern können und Menschen Sicherheit geben können. Dann, wenn wir zu einem rigorosen Kurswechsel in der Steuer- und Finanzpolitik kommen. Eine Steuerpolitik, die den Mut hat, Reiche und Superreiche auch wieder stärker zu belasten und das Geld einzunehmen als Steuern, das wir brauchen, um soziale Systeme zu stärken und vor allen Dingen auch in den Kommunen eine lebendige soziale Infrastruktur zu haben. Wenn wir nicht zu einer Vermögensteuer kommen, wenn wir nicht zu einer Erbschaftssteuer kommen, die ihren Namen verdient, zu höheren Spitzensteuersätzen in der Einkommensteuer und zu einer Transaktionssteuer, werden wir schlicht die finanzielle Basis nicht haben, um all diese Vorschläge umzusetzen. Und ich bin auch der Ansicht, wer sich dazu nicht bekennt, der hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn er sagt, ich will Armut bekämpfen. So ist das. Bitte schön. Ja, der Herr mit der Mütze erstmal und dann der auf der anderen Seite. Ja, bitte.
Gut, danke schön. Dann Sie bitte. Auf der anderen Seite jetzt, ja. Genau. Das stimmt, ja. Ja, vielen Dank. Ja, die Frage, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich muss aber darauf hinweisen, wir nähern uns langsam so unserem Zeitlimit, den 90 Minuten, die wir hier immer haben. Aber dazu kannst du noch was sagen, und dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Der Knackpunkt liegt ja nicht auf dem Begriff Grundeinkommen, sondern bedingungslos. Grundeinkommen wird man schnell mit relativ vielen Akteuren Konsens finden. Grundeinkommen heißt, jeder, der hier lebt, muss ein Einkommen haben, mit dem man, wie ich es vorhin skizziert habe, angstfrei über den Monat kommen kann. Mit seinen Kindern, wie auch immer selber. Jetzt nur die Frage, wann kriegt man dieses Einkommen? Das ist ja der Pferdefuß. Oder das Problem, kriegt man es generell? Oder aber eben nur dann, wenn man in Not sich befindet und anders dieses Einkommen nicht erzielen kann? Das ist ja genau die Frage, um die es da geht. Und das Zweite, das ist ja der eigentliche Problempunkt. Ich halte das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens erstmal für sympathisch. Einfach deshalb, weil es anders als dieses misanthropische Hartz IV von einem Menschenbild ausgeht, das meinem entspricht und auch dem meines Verbandes entspricht, nämlich dass ein Mensch, wenn er von existenzieller, finanzieller Not befreit ist, in der Lage ist, kreativ zu werden. Dass er was tun kann, dass hier Kräfte freigesetzt werden und dass nicht, wie es die Neoliberalen behaupten, er dann in einen Tiefschlaf verfällt, faul wird und nichts mehr tun will. Das ist erstmal vom Menschenbild her das, was ich richtig finde, ansteckend finde und was es den Versuch wert wäre. Probleme sehe ich jedoch in zweierlei Hinsicht. Und zwar in der Tagespolitik. Das Grundeinkommen, bin ich von überzeugt, ist für viele Menschen vom Denken her noch viel zu weit weg. Man wird im Jahre 2017 damit keinen Staat noch machen können. Das bedingungslose Grundeinkommen ist für mich
eine Vision, an der sich nun zu arbeiten, die aber in den nächsten Jahren kein Problem lösen wird. Weil ich glaube, wir werden Menschen gewinnen können für einen starken Sozialstaat, der wieder soziale Sicherheit gibt, wenn wir an deren Empfinden auch ansetzen. Und ich nehme das so wahr, ich kann mich täuschen, aber wenn ich so rumkomme und mich unterhalte, mit Menschen spreche, die Menschen halten, und das ist auch nicht so falsch, unsere sozialen Sicherungssysteme nach wie vor für Errungenschaften. Die sind auch mal erkämpft worden von der Arbeiterbewegung. Und gerade wenn man sich in Gewerkschaftskreisen aushält, da lebt das auch noch. Das ist nicht einfach so ein technisches Ding, wo man sagt, wer kriegt wie Geld, sondern es ist erkämpft worden. Und dahinter stehen auch noch viele. Und das muss ich erstmal respektieren. Und das ist auch der Grund, warum Leute sagen, oder viele Menschen sagen, ich will mich nicht mit anderen Systemen abgeben, auch im privatgewerblichen, mit Versicherungen und dem was. Ich will diese Systeme, die wir erkämpft haben, als Arbeitnehmer, als Arbeiter, und dahinter stehe ich auch. Da muss man einfach mal ansetzen, das muss man berücksichtigen. Ich glaube, man kann Sozialpolitik immer nur erfolgreich machen, wenn man da ansetzt, wo auch die Menschen in ihrem Empfinden sind. Was das Gerechtigkeitsempfinden anbelangt, es gibt zwei Varianten. Es gibt aus dem Matthäus-Evangelium das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wo alle am Ende das Gleiche bekommen, obwohl sie sehr unterschiedlich viel gearbeitet haben. Und auf die Frage dann von dem einen Arbeiter, der schon den ganzen Tag da war und das Gleiche bekam wie der erst 2 Stunden gearbeitet hat, hat dann der Weinbergbesitzer gesagt, warum? Ich kann zahlen, was ich will. Und warum, auf die Frage, warum er genau das Gleiche bekommt, weil keiner ihn vorher gedungen hat, so heißt es da im Neuen Testament, ist eine Gerechtigkeitsphilosophie, die auch unheimlich sympathisch ist, weil sie auf Barmherzigkeit aufbaut, aber eine Gerechtigkeitsphilosophie, mit der die meisten Menschen, machen wir uns nichts vor, überhaupt nichts anfangen können. So, und die sagen, das kann doch nicht sein, dass einer den ganzen Tag gearbeitet hat und am Ende das Gleiche hat, wie der nichts hat. Es kann doch nicht sein, dass jemand nie eingezahlt hat, weil er nicht gearbeitet hat, auch wenn er sonst so kreativ war und am Ende das Gleiche rausbekommt, wie der immer eingezahlt hat. Das ist einfach so. Und wenn man jetzt, glaube ich, Politik gestalten will, einen starken Sozialstaat gestalten will, ist man erstmal gut gefahren, wenn man an dem ansetzt, was man an Mentalität auch vorfindet. Und das ist im Moment ein sehr klassischer Sozialstaat, wie wir ihn haben, und der wird gerade zerschossen. Und jetzt der dritte Aspekt, das wäre der letzte dazu. In der Situation, wo wir erleben müssen, wie ein Sozialstaat zerschossen wurde, wie plötzlich geriestert werden sollte, anstatt die gesetzliche Rente zu stärken, wie Menschen plötzlich in Hartz IV geschickt wurden, weil die Arbeitslosenhilfe abgeschafft wurde, etc. In dem Moment mit einem neuen System wie bedingungslosen Grundeinkommen zu kommen, Hand in Hand, sage ich es mal ganz ketzerisch, mit Silicon Valley in letzter Zeit, da läuten bei mir alle Glocken. Da frage ich mich, was ist denn da geplant? Wer führt denn da was im Schilde? Das ist ja, sind ja nicht alles die Grundsicherungsverfechter hier aus unserem Milieu, die eine Philosophie damit verbinden, es sind auch viele darunter, die für dieses Grundeinkommen die Negativsteuer, so wie es etwa die Liberalen gepredigt haben. Es gibt einen Betrag X und das war es dann aber auch. Als Wohlfahrtsverband haben wir mit Menschen zu tun, die spezielle Hilfen ganz viele brauchen. Auch spezielle Zuwendungen. Und es gibt nicht wenige, die sagen, Grundeinkommen heißt, das müssen die entweder selber zusatzversichern oder aber müssen irgendwie sehen, wie sie klarkommen. Aber Grundsicherung ist, Grundeinkommen ist Grundeinkommen. Das heißt, wir müssen, wenn man in die Schlacht geht und will einen Systemwechsel haben, dann muss man wissen, man wird sich mit sehr vielen Menschen anlegen, die zwar vordergründig genau das Gleiche wollen, aber hintergründig ganz andere Ziele verfolgen, nämlich einfach den Sozialstaat abzusenken, ein Grundeinkommen, und da muss jeder sehen, wie er klarkommt. Und das ist dann im Übrigen zutiefst neoliberal. Aber das ist die Gefahr, bitte? Ja, das ist ja klar, das ist ja logisch. Ja. Ich denke bei Politik auch immer taktisch. Wir haben 1998 als Verbände, als Wohlfahrtsverband im Wahlkampf, haben wir unterstützt die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Das war eine Forderung, die hatten wir schon 92 aufgestellt, als paritätischer. Wir haben gesagt, eine Grundsicherung, Arbeitslosen- und Sozialhilfe wird zusammengelegt, weil es keinen Sinn macht, für Kleinstbeträge hin und her zu laufen, aber nach den Bedingungen der Arbeitslosenhilfe. So hatten wir das gefordert. Und dann waren wir ganz stolz, dass die SPD das aufgegriffen hat. Und dann hatten wir auch Gespräche damals mit Frau Nahles,
und anderen, und die haben dann auch zugesichert, auch Riester hat damals zugesichert, wir legen das zusammen und es wird oberhalb von Sozialhilfe sein. Und dann haben wir im ganzen Wahljahr 98 auch gesagt, das halten wir für eine super Idee, endlich wird unsere Forderung aufgegriffen. Als dann, ja, was dann kam, wissen Sie, das wurde zusammengelegt, aber zu schlechteren Bedingungen als bei der Sozialhilfe. Und das, daraus habe ich auch gelernt. Da habe ich auch gelernt, wie gefährlich manche Schlachten sein können, denn viele aus unserem Verband haben mich auch vorher gewarnt und andere gewarnt, sowas kann nach hinten losgehen. Und da bin ich einfach vielleicht mittlerweile ein gebranntes Kind. Wie gesagt, ich mag das Konzept, ich halte es für zukunftsgewandt und eine Vision, an der sich zu arbeiten lohnt. Ich sehe aber auch die Gefahren. Vor allen Dingen dann, wenn ich mitbekomme, wer das noch alles fordert, plötzlich. Ja, vielen Dank. Das wäre nochmal ein richtig extra abendfüllendes Programm, habe ich das Gefühl. Das können wir heute nicht mehr leisten. Ich habe noch eine Abschlussfrage zu deiner Rockband. Was ist das für eine Band? Worum geht es da? Geht es um Liebe? Geht es um soziale Gerechtigkeit? Geht es um Revolution? Nein, und welches Instrument spielst du? Es ist einfach laut. Einfach nur laut? Oh, naja. Also da wird ja noch ein bisschen mehr dahinter sein als nur Lautstärke. Nein. Dude, ja, nach dem Film The Big Lebowski. Eine Rockband. Also einfach Rock, Blues, Bluesrock, laut, kräftig, treten immer mal wieder in Clubs auf und ja, was man so macht. Also, okay. Ich spiele Gitarre, ich spiele Mundharmonika. Ja, wunderbar. Also vielleicht können wir das auch mal erleben. Bevor ich dich jetzt verabschiede, möchte ich auf unsere 56. Veranstaltung hinweisen. Sie können sich und ihr könnt euch auch schon anmelden. Und zwar wird unser Gast sein Paul Werner Wagner, den Sie vielleicht nicht alle kennen, aber Sie werden gleich sagen, aha, er hat nämlich die Kriegstagebücher von Konrad Wolf herausgebracht. Ach, der jetzt. Und dazu lade ich Sie herzlich ein. Genauso möchte ich nochmal einladen zu unserer jährlichen Veranstaltung auf dem Bebelplatz, Lesen gegen das Vergessen, am 10. Mai von 17 bis 19 Uhr mit ganz vielen bekannten Künstlern, die Ihnen sicher auch alle ans Herz gewachsen sind. Draußen bekommen Sie noch die Karten. Wenn Sie das Buch kaufen möchten, müssen Sie allerdings, jetzt kann ich es gar nicht lesen, ich glaube, irgendwann muss ich mich ehrlich machen und mir auch eine Lesebrille besorgen. 18 Euro, ja, ist das richtig? Soll ich gucken? Ja, guck mal bitte. 18 Euro. 18, ja. Also, wie gesagt, wir haben es da. Und jetzt gibt es noch herzlichen Dank nochmal, ein kleines Abschiedsgeschenk, eine Flasche Wein. Also herzlichen Dank, dass Sie alle da waren. Herzlichen Dank auch an unsere Mitarbeiter, die uns hier unterstützen, Martin, und viele Grüße an den Livestream. Ich hoffe, es hat gut geklappt. Und wie gesagt, wie immer gibt es draußen, wenn Sie mögen, noch können Sie sich noch ein Glas Wein kaufen oder das Buch oder andere Bücher. Und wie gesagt, kommen Sie gut nach Hause, kommen Sie beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich ist es dann ein bisschen wärmer. Ich habe hier fürchterlich gefroren. Aber gut, also schönen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.